Ja, schönen guten Abend, schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen hier bei WH Self Invest. Mein Name ist Stefan Fröhlich und ich freue mich, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, hier bei uns zu sein im Webinar und dass Sie ja Lust und Laune haben, sich mal ein bisschen über das Trading etwas erzählen zu lassen von unseren Experten. Und da haben wir ja heute ein ganz besonders tolles Thema ausgesucht. Das war ja schon mal geplant für Mitte Juni. Hatten wir das schon mal angesetzt und dann ist unglücklicherweise unser Experte für Fibonacci Trading, der Stefan Arnold, der heute auch da sein wird, krank geworden. Und dann habe ich so ein bisschen mal durch die Fibonacci-Welt, bin ich mal so ein bisschen durchgegangen als Ersatz. Und dann haben wir gesagt, 12. Juli, das wird dann der Ersatztermin sein. Und da sind wir dann praktisch am Start. Und so wird das auch heute sein. Und deswegen nochmal allerherzlichstes Willkommen auch an diejenigen, die beim ersten Mal schon angemeldet waren. Die haben ja auch alle die Einladung bekommen. Und insofern sollten Sie jetzt, auch wenn Sie ich glaube, 21. Juni war es, wenn Sie dort nicht dabei sein konnten, dann sind Sie auf jeden Fall jetzt hier richtig. Ja, Sie sehen auch den Risikohinweis. Und es geht heute um das Thema Fibonacci. Sehr, sehr spannendes Thema, weil es ist, hat viel mit Natur zu tun, mit den Naturgesetzmäßigkeiten und wie man diese Naturgesetzmäßigkeiten dann letztendlich aufs Trading übertragen kann. Aber das kann Stefan viel, viel besser erklären als ich und er ist da auch wirklich sehr, sehr lange schon dabei. Ja, insofern also nochmal in die Runde gefragt. Ja. Ton und Bild. Vielleicht können Sie mir da mal kurz noch ein Feedback geben, ob das jetzt passt, ob Sie das hören können. Das wäre super. Oder ob Sie auch meine Startfolie sehen. Wunderbar. Gut, dann können wir starten. Ja, dann sage ich mal ganz herzlich willkommen an Stefan Arnold. Stefan Arnold ist Bankkaufmann und Lehrer für Mathematik, Sport, Französisch und finanzielle Bildung seit über 20 Jahren. Kombiniert er erfolgreich alle Kompetenzen mit seiner Trading-Leidenschaft und behauptet sich als selbstständiger Trader an der Börse. Aufgrund intensiver Börsenstudien und empirischer Analysen liest er Börsenkurse und Marktteilnehmer wie kein Zweiter. Dieses Wissen gibt er in Form seiner bewährten M118-Strategie und seiner Trading-Ausbildung fit2trade.de, so heißt seine Seite, professionell und praxisnah weiter. Und heute wird er uns mal den ganz großen Überblick über das ganze Thema Fibonacci geben. Und ich freue mich, dass du jetzt ganz gesund da bist. Hallo, lieber Stefan, grüß dich. Schönen guten Abend. Hallo Stefan, hallo liebe Teilnehmer. Ja, freut mich sehr, dass es gesundheitlich wieder geht. Wunderbar. War eine kleine, harte Periode, aber geht wieder ganz gut. Ja, ich habe gesehen, ich habe mich ein kleines bisschen zu früh eingeschaltet ins Bild, habe mich mal einfliegen lassen, dann wieder weg. Jetzt bin ich da. Ach, Ich alles nehme die. gut. Alles gut. Ja, du hattest irgendwie mit den Stimmbändern, ne? Du konntest ja gar nicht reden. Und das war ja das Problem. Wenn man beim Webinar nicht reden kann, dann wird es ganz schlecht. Dann kann man da wenig draus machen. Also wir hatten ja schon immer überlegt, wie man das ersatzmäßig hinkriegt. Aber ja, ohne Stimme geht halt nichts. Das ist schon wichtig. Ja, so ist es. Ich denke, ich werde sie heute auch brauchen. Ich glaube, es wird sehr interessant. Ja, bisher Absolut. hatten wir meist das Thema Live-Handel mit M118, natürlich auch Fibonacci, hauptsächlich die Fibonacci-Retracements. Aber wie jeder hier sicherlich weiß, ja, gibt es ja noch eine ganz große Vielzahl von Fibonacci-Tools und jedes Fibonacci-Tool hat meiner Meinung nach auch eine sehr große Bedeutung und diese Fibonacci-Tools zusammenzufügen ist eine sehr interessante und eine sehr spannende Sache. Egal welches Produkt, egal welche Zeitebene kann man hier mit diesen Tools verbinden. Die große Frage ist dann natürlich wieder, ist mehr auch besser, ist mehr auch mehr, oder manchmal sagt man Genau. ja, ist eher weniger. Die Genialität liegt im Einfachen. Und auch auf diese Frage möchte ich heute eingehen. Also so ein bisschen natürlich zeigen die verschiedenen Fibonacci-Tools, Stärken, Vorteile dieser Tools, auch die Verbindung von mehreren Instrumenten gemeinsam in einem Chart. Und dann letztendlich aber auch ganz klar die Frage, ja, was sollte man nun auswählen? Also welche Tools haben die entsprechenden Vorteile
So pauschal kann man das letztendlich gar nicht sagen. Es kommt auch immer auf den Trader individuell an. Jeder hat so seine, ja, wie im übrigen Leben auch, so seinen eigenen Sinn, seinen eigenen Geschmack. Ich finde sie alle sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend und möchte heute hauptsächlich auf drei Instrumente eingehen. Also das sind wie üblich die Retracements, also horizontale Ansicht, aber dann auch in einer mehrdimensionalen Ansicht sehr gerne. Und zwar einmal die Fibonacci-Bögen, also die sogenannten Arcs, oder auch, beziehungsweise und auch die Fibonacci-Fans, die Fächer. Und ich glaube, das wird sehr interessant, sehr spannend. Erst ein bisschen Theorie und später geht es dann auch in die Praxis. Und ja, jetzt würde ich mich Super, dann gut. einfach mal kurz Ja, wegschalten, definitiv einbinden super. und dann. Also das ist sehr gut, da bin ich auch sehr gespannt. Vorab würde ich noch gerne eine kleine Umfrage starten. Das mache ich ja immer so am Anfang, damit wir mal so ein Gefühl dafür haben, wie es denn ausschaut, was haben wir denn hier für Publikum und wie erfahren sind Sie denn, die jetzt hier uns zuhören? Also die Frage lautet, wann haben Sie mit dem Live-Trading angefangen? Vor mehr als 4 Jahren, in den letzten 3 Jahren? Oder ich trade im Moment gar nicht an den Märkten. Vielleicht einfach mal reinklicken und dann haben wir mal so ein Gefühl dafür, wie es denn ausschaut. Ah, das ist interessant. Diesmal haben wir eine Mehrheit bei einem anderen Punkt als sonst. Das ist ja spannend, das finde ich ja klasse, schön. Ja, sind ja auch eine ganze Menge da, wie ich gerade sehe. Ich habe das ja immer so ein bisschen im Blick hier, aber das ist ja mal so, dass dann in den ersten 5 Minuten die meisten dazukommen und dann sieht man das erstmal gar nicht. Und wenn man dann wieder raufguckt auf die Zahl, sagt man, oh, da sind ja doch eine ganze Menge jetzt dazugekommen. Schön, freut mich, dass Sie alle dabei sind und so fleißig klicken. So, jetzt haben wir 2 Drittel. Alle Anwesenden haben jetzt mal geklickt und ich sage jetzt mal 3, 2, 1, Dankeschön und würde auch direkt mal auf das Ergebnis gehen. Also 29% haben vor mehr als 4 Jahren angefangen. Das war normaler oder ist normalerweise bei den Webinaren die Mehrheit. Heute ist die Mehrheit bei den letzten 3 Jahren, aber insgesamt sind sie schon sehr, sehr erfahren, wie man hier sieht. Also das ist ja die große Mehrheit. Über 2 Drittel sind also sehr erfahren schon. Und dann haben wir 28% immerhin, die am Markt im Moment nicht traden. Das kann ja viele Gründe haben. Man kann ja eine Pause einlegen, weil man vielleicht nicht ganz so erfolgreich an den Märkten war oder mit der Volatilität oder mit den Märkten an sich jetzt nicht klarkommt. Oder man ist vielleicht noch relativ am Anfang und will vom Demo in das Live-Konto wechseln. Also, das kann, wie gesagt, viele Gründe haben. 28%, das ist jetzt auch völlig normal. Also, das ist eine ganz normale Zahl. So können wir es sagen. So, dann werde ich dir mal den Bildschirm hier rübergeben. Dann kannst du direkt loslegen. Jawohl. Jetzt sehen wir den Nanotrader, aber du wirst wahrscheinlich erst die Präsi machen, ne? Ja, denn der kommt später. Genau, da sind wir. Alles klar. Ah, okay, wunderbar. Also ich bin nicht mehr zu sehen, aber zu hören und die Folie ist zu sehen. Das nochmal ganz kurz als. Ja, alles gut. Also wir sehen jetzt Okay. genau die Folien, ja. Ja, dann also nochmal sehr herzlich willkommen. Ich habe so eine ganz kurze Inhalt zusammengestellt und möchte zunächst eingehen in dieser Stunde auf die Fibonacci-Zahnfolge am Beispiel Mensch und Börse, aber sehr, sehr kurz, denn bei diesem Punkt hatten wir schon ausgiebig gesprochen in den letzten Webinaren, also beispielsweise, was wir von der Natur fürs Traden lernen können. Vielleicht war hier der ein oder andere dabei gewesen. Oder auch beim Live-Handel im Dow Jones, Verbindung von WH Self-Invest und Finanzen.net. Hier ist auch noch ein Video auf der Homepage www.fitotrade.de. Aber ganz kurz der Punkt, weil er eben wichtig ist, um dann auch auf die späteren Verhältnisse einzugehen. Das zweite so, die Bedeutung und Vielseitigkeit der Fibonacci-Hilfsmittel. Also hier geht es mir hauptsächlich um die Stärken von Fibonacci. Und hier unterscheide ich auch zwei Dinge. Zum einen,
die Stärke der Fibonacci-Zahlenfolge an sich, die in der gesamten Welt eine so bedeutende Rolle spielt. Also ich habe das gerade vor diesem Webinar wieder gemerkt, bei einem Spaziergang eine Stunde draußen, ja, große Hitze, in der großen Hitze heute. Gut, die hat mit Fibonacci, so wie ich weiß, jetzt nicht viel zu tun. Aber ja, alle 10, 20 Meter ist mir irgendwas begegnet, was eben mit der Fibonacci-Zahlenfolge zu tun hat, hauptsächlich an Bäumen, Ästen, Pflanzen, Blumen etc. Also finde es immer wieder sehr, 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 sehr interessant, diese Verhältnisse in der Natur auch wirklich zu sehen. Es gibt übrigens auch eine sehr interessante Dokumentation bei YouTube, die ich mal gesehen habe, Wunder der Mathematik. Also da geht es auch viel um die Fibonacci-Zahlenfolge in der Physik, in der Mathematik. Dann Einführung in die wichtigsten Fibonacci-Tools. Das ist natürlich sehr spannend. Da möchte ich einige Tools vorstellen und dann auch die Kombination dieser Tools. Dann auch heute neu ganz kurz mal eingehen auf den neuen Trading- und Signalservice von Fit2Trade. Und am Ende, das mit Sicherheit noch sehr, sehr spannend, dann auch die Anwendung in der Praxis, nämlich die Kursprognosen von Fit2Trade für den Dow Jones, DAX, Gold, Euro, US-Dollar. Sehr spannend natürlich. Jetzt mittlerweile von 1,25 runter auf Parität heute. Und dann auch noch das Thema Aktien. Wir werden sehen, wie sich das alles verpacken lässt in diese eine Stunde. Deswegen gehe ich jetzt zügig zur zweiten Folie. Also hier nochmal ganz kurz. Also der Ansatz von Fibonacci, Mensch und Börse. Also beim Menschen haben wir hier von der Sohle bis zum Nabel, wenn ich hier beispielsweise 100% ansetze, dann habe ich ein Verhältnis vom Nabel bis zum Scheitel von 61,8%. Jeder kann das zu Hause gern mal testen, einfach mal die eigene Größe messen, eben von der Sohle bis zum Bauchnabel und dann bis zum Scheitel. Es gibt noch viel, viel mehr Verhältnisse, aber das soll sein für den Moment. Wie gesagt, bei den anderen Webinaren wurde darauf ausführlicher eingegangen. Und eben diese Verhältnisse sehen wir dann auch immer wieder an der Börse. Für mich kein Wunder, die Börsenkurse werden letztendlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt, Kauf und Verkauf von den Menschen. Und wenn die Menschen diese natürlichen Gesetzmäßigkeiten in sich tragen, dann zeigen sich diese natürlich auch in Form der Kurse an der Börse. Also beispielsweise hier eine 0 und 100. Und nach diesem ersten Kursanstieg und einer kleinen Korrektur dann der Anstieg bis auf 161,8%. Das heißt also von dieser Strecke 0 und 100 nochmal 61,8% obendrauf. Das Zweite, was auch behandelt worden ist in den letzten zwei, drei Webinaren, auch im Live-Handel mit dem Dow Jones, wer dabei war, erinnert sich, auch hier hatten wir bei dieser Stunde Live-Handel ein Ziel auf der Unterseite im Dow Jones und während dieser Stunde ist dieses Ziel exakt erreicht worden, nicht nur exakt erreicht worden, sondern auch da gab es die besprochene, während diesem Live-Handel besprochene Umkehr. Also es war live zu sehen und auch hier haben wir gesehen, dass eine Kerzenzählung ein Ansatz ist, ja, für Fibonacci. Auch das wurde ausgiebig besprochen und hier sehen wir es nochmal beispielsweise vom tiefen Anstieg mit 8 Kerzen, dann wieder eine Umkehr, die 3 Kerzen lang ist, eine ganz große Strecke von 21 Kerzen. Beispielsweise hier von einem Verlaufstief bis zum nächsten Verlauftief 21 Kerzen, auch eine Fibonacci-Zahl und sogar hier ein sehr langer Anstieg von diesem Tief bis ganz nach oben 89 Kerzen und das auch eine Fibonacci-Zahl. Also hier allein durch eine Kerzenzählung kann man schon Anstiege, Wendepunkte ausfindig machen. Natürlich nur damit stellt man sich berechtigterweise die Fragen,
Das ist möglicherweise ein bisschen wenig. Ja, es sei denn, ich entwickle ein System und sage, okay, nach einem Anstieg, ja, von einer Fibonacci-Zahl ab 8, beispielsweise 8, 13, 21, gehe ich immer in die Gegenrichtung, nehme ein bisschen Gewinn mit, wenn das funktioniert. Und war da eine Korrektur von 3, 5 oder 8 Kerzen ab oder 13 Kerzen und handel dann wieder in die andere Richtung. Wäre natürlich ein Ansatz, ist klar, ist aber ein eigenes Börsensystem. Kann man sich überlegen, wenn man Interesse hat, ein eigenes Börsenhandelssystem auf Fibonacci-Zahlenfolgen basierend zu entwickeln, so wie ich das letztendlich gemacht habe, ja, in sehr vielen Jahren Kleinstarbeit mit empirischen Untersuchungen. Also das ist beispielsweise ein Fibonacci-Hilfsmittel, Kerzenzählung. Und jetzt kommen wir direkt schon zu dem heutigen Thema. Bisher waren es die Retracements in den letzten Sitzungen und heute kommt jetzt direkt ein Hilfsmittel mit dazu, was ich sehr spannend finde, mit dem ich auch schon vor sehr, sehr vielen Jahren gearbeitet habe, auch in Verbindung mit anderen Fibonacci-Tools und das sind hier die sogenannten Fibonacci-Fächer. Bei den Fächern sieht man jetzt Folgendes. Also hier, wer das Ganze noch nicht kennt, das ist herausfotografiert, ein Screenshot aus dem Trading View der Plattform von WH Self Invest, auch sehr, sehr zu empfehlen. Und wir haben hier die Retracements, also die bekannten Retracements aus der letzten Sitzung bekannten Retracements mit diesen üblichen Verhältnissen. Also 0,618, 0,382, 0,236. Die 0,5, die ist ja meist dabei, beziehungsweise die meisten Menschen nutzen die. Da gibt es auch die ein oder andere psychologische Erklärung dafür. Das hatte ich auch in einem vorhergehenden Webinar schon mal angesprochen. Die ist auch hier bei der Grundeinstellung dabei. Und dann sieht man eben Folgendes. Habe ich hier einen Ausgangspunkt, egal bei welchem Produkt, und hier oben ein Endpunkt, dann kann ich zum einen diesen Ausgangspunkt und diesen Endpunkt wieder verpacken in diesen 0 und 100, in dieses Verhältnis. Und aus diesem Verhältnis wird jetzt gleichzeitig ein Fächer konstruiert. Und bei diesem Fächer sind dann wieder die Verhältnisse zu sehen, beispielsweise hier in Braun ersichtlich. Wie Sie sehen, horizontale, in Braun ist sie beschriftet, die 0,5. Das ist quasi hier eine Winkelhalbierende. Also das heißt, ich habe hier einen Winkel zwischen 0 und 100. Nehmen wir an, der Winkel ist 30 Grad. Dann ist der Winkel, die Winkelhalbierende, beim 50er Retracement natürlich ja, 15%. Dieser Winkel beispielsweise, wie hier zu sehen, das ist die 0,618, also die 61,8% und das wäre hier der Winkel 61,8% und hier bleibt dann wieder 38,2% übrig. So, für was ist das jetzt gut, dieses ganze Theater, sage ich in Anführungszeichen? Natürlich, man kann es sich denken, man kann auch diese Verhältnisse jetzt wieder wunderbar direkt in einen Chart projizieren. Ein weiteres Hilfsmittel, was ich auch sehr, sehr interessant finde, wie eingangs schon erwähnt, sind die Fibonacci-Bögen. Hier haben wir jetzt auch zunächst mal ein Fibonacci-Verhältnis, die Grunddarstellung, also hier unten die 0 und hier oben die 1, also die 100% und auch hier wieder dazwischen in einem Kreisbogen die entsprechenden Verhältnisse. Von hier bis oben, hier die 61,8, hier beispielsweise die 23,6%. Und ich habe hier jetzt direkt meine Verhältnisse mit eingeblendet und zwar einmal die 1,27, 1,382, die 1,681, der sogenannte goldene Schnitt und hier das Herzstück unserer Handelsstrategie, die 118% Linie und das werden wir auch gleich
bei der Projektion sehen auf entsprechende Charts, welche Bedeutung diese Bögen beziehungsweise auch diese Verhältnisse spielen und wo wir da möglicherweise eine Handlungsmöglichkeit bekommen für Long, für Short, für einen sinnvollen Trade auf alle Fälle mit passenden natürlich auch immer wieder Chance-Risiko-Verhältnis. Ich habe hier gerade noch mal eine Frage. Der Heinz sprach nämlich gerade, im Nanotrader gibt es doch nur die Retracements. Ja, das ist richtig. Und du hast es ja eben auch schon erwähnt. Wir haben ja außerdem noch, zumindest für den CFD-Forex-Bereich, TradingView als Plattform. Die kann das. Ja, die kann so eine Bögen und die kann auch so eine Fächer. Also wer da mal reinschauen will, der findet diese Instrumente dort. Ja, ich habe sie auch gefunden. Und wie gesagt, ja, fand es sehr, sehr spannend. Im TradingView, wie du sagst, Stefan, sind ja alle Hilfsmittel drin. Und ich habe gerade jetzt in Vorbereitung auf das Webinar, natürlich auch auf die aktuelle Situation, einige Charts dann angelegt. Also gerade auf diejenigen, auf die wir noch eingehen wollen, beispielsweise Euro, US-Dollar, DAX, Dow Jones etc. Okay. Dann direkt mal in den Chart rein. Jetzt sehe ich, jetzt habe ich hier ein bisschen das Ganze zu groß. Jetzt sieht man es besser. Und zwar direkt eine Anwendung auf die Fächer mit entsprechendem Retracement. Wenn ich einen Plan anlegen mag und habe diese Bewegung vorgefunden, das ist jetzt eine Bewegung, ja, aktuell auch aus dem Dow Jones. Sie sehen dieses Tief bei knapp 18.000 Punkte, dann der enorme Anstieg bis auf ja, knapp 37.000 Punkte und jetzt wieder den Fall. Und die Frage ist zunächst, wie kann ich hier einen Fächer anlegen und was haben diese Winkelverhältnisse dann letztendlich für Bedeutung? Also einmal eine Möglichkeit, alles meine eigenen Studien sozusagen. Es gibt natürlich im Netz also auch unglaublich, unglaublich viel Material, hauptsächlich zu Retracements, aber auch zu Bögen, zu anderen Fibonacci-Anwendungen, wie ich weiß, hauptsächlich im Englischen, glaube ich. Ich habe einmal nachgesehen, was eigentlich so auf dem Markt ist, wer sich damit noch beschäftigt. Das fand ich interessant. Und für mich eine Möglichkeit, ganz klar, natürlich hier unten ein Verhältnis anzulegen, hier oben an dem ganz großen Hoch dann das zweite Verhältnis anzulegen. Und was wir hier beispielsweise sehr, sehr schön sehen, wenn wir dieses Hoch haben, und der Kurs nach unten geht, dann sind diese Winkelverhältnisse, also diese Diagonale vom Ursprung ausgehend, immer wieder Unterstützungen und Widerstandslinien. Also hier sieht man beispielsweise sehr gut an diesem Verhältnis, das ist die 23,6, eine Unterstützung. Hier geht der Kurs leicht unter die 23,6, testet dann nochmal von unten nach oben, natürlich ein Widerstand, fällt an die nächste Diagonale dran. Hier ist es nicht so deutlich zu sehen, ja, dass hier eine Unterstützung ist. Also hier geht es erstmal eher ein bisschen wie Butter durch, nochmal hoch. Also hier ist es jetzt wirklich nicht zu erkennen. Ist auch eine wichtige Information für mich, denn wenn ich hier sehe, ich arbeite nur mit den Fächern und sehe, naja, also hier die Unterstützung hat so wenig Bedeutung, auch von unten nach oben, ja, geht es wieder so relativ geschmeidig durch, dann bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Also hier wäre ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, ja, weil die Unterstützung hält, weil man einfach sieht, hier passiert was. In dem Moment, wo was passiert, wo die Marktteilnehmer meinen Plan sozusagen annehmen, dann weiß ich auch, okay, ich habe so eine gewisse Sicherheit für meinen Handel und diese Sicherheit ist eben ganz wichtig. Hier ist es wiederum sehr schön zu sehen, das ist also hier unsere Winkelhalbieren, also die 50er-Linie.
kein klassisches Fibonacci-Verhältnis, aber hier haben wir beispielsweise wieder ja, eine sehr starke Unterstützung. Ist übrigens interessanterweise bei den Fächern, das ist ein Tipp für die Trader, die die Fächer anwenden, ist die 50er-Linie eine sehr starke Linie. Ich hatte, was M118 angeht, ja, wo wir hauptsächlich mit Retracements arbeiten, ja schon davon gesprochen, dass ich ein System entwickelt habe und ganz klar unterteile, was sind starke Linien, was sind schwache Linien. Also nicht jedes Retracement hat für mich die gleiche Bedeutung. Also beispielsweise ein Retracement, eine 50er-Linie, hat bei meinem System bei weitem nicht die gleiche Bedeutung oder Aufgabe wie die 38,2 oder die 23,6. Also das ist sehr, sehr wichtig. Aufgaben für Fibonacci-Verhältnisse können sein, beispielsweise natürlich im klassischen Sinne Unterstützungen, Widerstände. Man kann sie definieren als Einstiegspunkte, als Ausstiegspunkte, als Ziele. Natürlich sollte man das Ganze tun nach empirischen Auswertungen, nach Gütekriterien. Diese sollten, soweit es möglich ist, reliabel sein, objektiv sein, valide sein. Also das sind alles Dinge, die mit einspielen. Aber hier nochmal, also bei den Fächern, ja, gerne, wenn Sie die Fächer anlegen, egal bei welchem Produkt, egal welcher Zeitebene, werden Sie feststellen, dass die 50er-Linie interessanterweise, also nicht diese klassische Fibonacci-Linie, doch eine ganz große Bedeutung hat. Okay. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, ja, denn wir hatten ja hier, oder wir haben hier das ganz große Bild im Dow Jones mit dem letzten Hochpunkt bei 37.000. Aber es ist ja auch, es war ja auch in der Vergangenheit erstmal so, dass beispielsweise hier im Juli 2020 der Kurs erst bei einem Kurslevel von 28.000 war. Das heißt also, möglicherweise fragt sich jetzt der eine oder andere, naja, wenn das Ganze, das große Ganze hier noch nicht zu sehen ist, ich habe beispielsweise diesen Hochpunkt, was mache ich dann? Auch keine große Sache, also auch hier, ich kann wieder ein Verhältnis an den Ursprung anlegen und das nächste Verhältnis hier an das Hoch, an das erste Hoch, und auch hier sehen wir dann Folgendes. Wir haben, nachdem wir hier angelegt haben, die Retracements und haben dann die entsprechenden Winkelverhältnisse wieder, sehen wir hier, das erste Verhältnis ging relativ geschmeidig durch. Das ist aber auch kein großes Wunder, denn rein mathematisch gesehen, ja, je größer die Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit ist umso größer, je kürzer die Korrektur ist. Also das ist das erste Level nach einem guten Anstieg und heißt, dieses Level geht letztendlich leichter durch als die nächsten Kurslevel in der Regel. Dann sehen wir hier, hier sind wir nicht genau dran an die Unterstützung, hier aber wieder an den Widerstand. Das ist wieder die 23,6. Und natürlich jetzt auch sehr interessant zu sehen, und das finde ich in Kombination natürlich auch ein sehr großer Vorteil von diesem Fibonacci-Tool, denn Sie sehen, hier fällt der Kurs der Dow Jones und das Fibo-Verhältnis vom Fächer, die 23, hat natürlich hier einen komplett anderen Kurs als hier oben. Die Retracements zeigen immer den gleichen Kurs an, sind horizontal, sind starr. Hier habe ich eine zweidimensionale Ansicht und letztendlich ja den Vorteil, dass ich kein starres Verhältnis habe, ja, sondern dass die Fibonacci-Verhältnisse sich sozusagen, könnte man so formulieren, meiner Ansicht nach mitbewegen. Hier dann wieder sehr schön zu sehen, dass sich auch an diesem Verhältnis der 38,2 was bewegt, am oberen Ende und hier interessant zu sehen am unteren Ende. Hier an diesem Punkt beispielsweise, das war knapp unter der 27.000 von der Ausgangsbewegung 1 und 0, sehr interessant zu sehen, diese massive Unterstützung, von der ab
der Dow Jones dann nochmal erstmal 2000 Punkte nach oben gelaufen ist, ja bis zum letzten Hoch und erst über dieses letzte Hoch dann nicht mehr drüber kam. Aber hier diese Unterstützung, also sehr schön zu sehen und natürlich auch hier, ich möchte immer wieder auf, ja, auf die Strategien eingehen. Ich nehme an, dass hoffentlich jeder Trader hier eine Strategie hat oder nach einer vielleicht auch vorgefundenen Strategie handelt. Denn das wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, wenn ich nur den Fächer habe, ich habe diese Unterstützung und ich handle beispielsweise bis zum letzten Hoch, wo ich weiß, okay, am letzten Hoch, ja, wird traditionell etwas passieren. Also das hier sehr schön zu sehen. Jetzt wird es doch ganz, ganz spannend und zwar habe ich hier Fibonacci Tools kombiniert. Das heißt, also Sie sehen immer noch den Ausgang der Retracements mit dem Fächer, den wir eben besprochen hatten, beispielsweise hier die Unterstützung, ein Anstieg. Und dann auch hier beispielsweise eine Seitwärtsbewegung, also erstmal hier eine Seitwärtsbewegung bei 30.000 im Dow Jones. Hier sagt natürlich der eine oder andere mit Sicherheit auch legitim, naja, ist eine runde Zahl, das ist die 30.000, das ist auch so eine Psychologie für den einen oder den anderen, dass da irgendwas passiert. Wie man sieht, halten sich Bullen und Bären die Waage. Also es gibt immer Interpretationen und natürlich immer verschiedene Ansätze, also unzählig verschiedene Ansätze, natürlich auch Indikatoren, Oszillatoren, die gerne noch mit reingenommen werden, MACD als Trendfolger oder eine Stochastik, ein CCI etc. Also ich habe diese Oszillatoren, Indikatoren auch für mich soweit alle durchgetestet mit allen möglichen Einstellungen und für mich war dann irgendwann klar, dass sie mich nicht weiterbringen, dass sie mich eher behindern. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder dann für sich selbst entscheiden. Ich bin rein bei Fibonacci geblieben. Ab einem gewissen Zeitpunkt bin heute noch Fan und habe auch diese Strategie, also jetzt ja, viele, viele Jahre nicht mehr im Gros verändert, vielleicht die eine oder andere Anpassung genommen, nochmal die eine oder andere Definition ergänzt, was die Retracements angeht, etc. Also hier beispielsweise sehr schön zu sehen. Ich habe jetzt einfach mal die Retracements mit meinen Fibonacci-Level erweitert, also mit dieser 1,18, mit der 1,27, 1,38 und 1,61, also der goldene Schnitt nach oben. Und wollte jetzt einfach mal sehen, naja, wie sieht das Ganze aus, wenn ich nicht nur den Fächer habe, sondern auch, wenn ich die Retracements habe, was passiert, wo ist mein Ziel? Also für mich spielen immer diese drei Verhältnisse eine sehr, sehr große Rolle. Wer ein Coaching gemacht hat bei Fit2Trade und die Handelsstrategie kennt, der weiß das, dass diese drei Punkte ja, die zentrale Rolle spielen in verschiedener Hinsicht. Und was ich hier beispielsweise interessant fand, nachdem das Ziel im Dow Jones noch nicht erreicht war, das lag hier bei knapp 29.500 Punkte, hier hatte ich gesehen, ich hatte nach den Fibonacci-Retracements, also nach meinem ursprünglichen Plan, hier keine Unterstützung. Aber ich habe eine Unterstützung, eine 23,6 nach dem Fibonacci-Fächer. Und das war spannend zu sehen, ja, auch gerade, weil es die letzte Diagonale war im Verhältnis und diese Diagonale hielt und der Aufwärtstrend einfach intakt war. Diejenigen, die gleitende Durchschnitte nutzen, die haben das wahrscheinlich auch noch mitverfolgt, mit beispielsweise einem 21er Durchschnitt, der sehr gerne genommen wird, einem 50er Durchschnitt. 200-Tage-Linie ist jetzt natürlich meist etwas zu weit entfernt. Bin ich selbst jetzt weniger Fan davon, aber 21er oder 50er ist ganz interessant und auch hier in Verbindung natürlich auch eine Kombination.
gab es die Möglichkeit, erstmal wieder zumindest einzusteigen, den Stopp, Trailing-Stopp nachzuziehen und als das Ziel noch nicht erreicht war, möglicherweise hier ausgestoppt zu sein, aber 1000 Punkte auch mitzunehmen. Okay, also das jetzt mal so in Kombination von den Fächern, von den Retracements. Und, Stefan, wie ist denn das? Ist bei dem Anliegen eines Plans die 0% im Aufwärtstrend immer oben und die 100% unten? Ist das eine Regel oder ist das? Das kann man letztendlich legen, wie man mag. Okay. Es bleiben ja die gleichen Verhältnisse. Also 21,6 oder die 61,8 sind dann die 38,2 und die 61,8 sind dann letztendlich nur vertauscht, also wenn ich okay. das Verhältnis drehe. Und die 50er bleibt sowieso gleich, weil sie in der Mitte liegt. Also letztendlich kann man das so und so machen. Beiden Das ist Seiten interessant, anlegen. Weil wir ja im Nano-Trader die Funktion haben, wo wir die, also normalerweise zeichnest du das auch wie so eine, also eine Trendlinie, ja, dass die 0 und die 100 oben ist, aber du kannst es dann noch umkehren. Also wenn dir das nicht gefällt, dann gibt es da eine Option, dass man einfach sagt, dreh das Ding mal um. Und das ist dann natürlich auch ganz, ganz interessant. Also was man auch machen kann, ich habe mal noch vor etlichen Jahren so eine erste Katze-Strategie, habe ich es genannt, entwickelt. Und zwar habe ich immer an die erste Tageskerze, je nachdem, ob man beispielsweise im DAX, ob man um 8 Uhr startet oder um 9 Uhr Präsenzhandel startet, habe ich das Hoch und das Tief von der ersten Kerze eingebunden in 0 und 100 und dann die entsprechenden Verhältnisse mit dran, also wie hier zu sehen, die 118 bis zur 161 und habe das Gleiche gemacht im Minusbereich, also von der 0 ab, dann also minus 1,18 minus 1,27 bis minus 1,618 und das ist auch eine super, super interessante Handelsstrategie, also je nachdem, ob die erste Kerze dann, also gerade bei einer größeren Kerze, also wenn um 9 Uhr der Markt eröffnet und gut, meist ist ja um 9 Uhr dann schon Bewegung und man hat eine große Kerze und bindet die in 0 und 100 ein mit den entsprechenden Verhältnissen, dann ist es wirklich super interessant, ja mal zu sehen, wie die nächste Kerze reagiert, die geht dann meist, zu diesen Verhältnissen, also ich nehme mal an, die erste Kerze geht jetzt von 0 und 100, die zweite eröffnet hier. Und dann ist schon sehr schön zu sehen, ja, wie diese Kerze beispielsweise nach unten geht, an der 38 hält, wenn sie hält, ja, gibt es die Möglichkeit, also wenn jemand am Scalping interessiert ist, ja, dann direkt ja, sofort reinzugehen und ja, das Volumen zu Handelsbeginn mit aufzunehmen und dann bis zur 118, 127, 138 zu handeln mit einem engen Stopp. Also das ist sehr interessant für ein Scalping. Und warum jetzt diese Minusverhältnisse? Einfach deswegen, der Kurs muss, wenn ich hier jetzt eine Kerze habe zwischen 0 und 1 beziehungsweise 0 und 100, geht der Kurs ja zwangsläufig irgendwann entweder durch die 1 oder durch die 0. Und in dem Moment, wo er durch die 1 geht, bekomme ich eben nach oben ein Kursziel und wo er durch die 0 geht, bekomme ich eben nach unten ein Kursziel. Und wenn ich die Verhältnisse gleich mit eingegeben habe bei der Einstellung, bei den FIBO-Verhältnissen, dann habe ich beispielsweise die minus 1,18 und so weiter sofort drin. Also finde ich auch, es ist auch eine. Das ist auch ein guter Ansatz, weil viele haben, glaube ich, Probleme auch mit dem Einzeichnen des, also praktisch mit den Startpunkten und das Finden der Extrempunkte, gerade wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Da hatte ich übrigens auch mal eine Training-Idee, die auch sehr, sehr spannend ist. Die kann man tatsächlich nochmal ausprobieren, weil die wird immer noch funktionieren. Und zwar, wenn man auf den Dow Jones einfach die Kursbewegung nimmt von 15.30 Uhr bis 22 Uhr, also die Haupthandelszeit, dann entstehen ja Gaps. Und dann habe ich einfach den FIBO-Plan an den praktisch vom Beginn des Gaps und der Eröffnung gezogen, in der Hoffnung, dass das Gap geschlossen wird und er dann praktisch dreht und nach oben geht. Das war auch mal so eine Idee von mir. Ja, das finde ich sehr interessant, Stefan. Hatte ich auch schon gemacht. Ja, und ich finde es einfach auch mega interessant. Es gibt so viele Ansatzpunkte. Und also ich bin der Meinung, dass auch sehr, sehr viele Ansatzpunkte einfach gut funktionieren. Letztendlich entscheidet, glaube ich, viel mehr dann über Erfolg oder Misserfolg die konsequente Umsetzung. Natürlich auch mit Money Management, mit einem klaren Stopp.
und so weiter. Natürlich aber auch die Auswertung letztendlich. Also egal welcher Strategie ich anwende, sollte man wissen, wie vielversprechend die letztendlich ist. Absolut. Gut, dann gehe ich jetzt, wie gesagt, weiter. Wir hatten schon über die Bögen gesprochen und ich habe es jetzt auch mal angewendet. Also das heißt hier wiederum, es ist der gleiche, der gleiche Chart, das gleiche Produkt, der Dow Jones, also bei diesen 18.000 vor Corona, dieser Abverkauf dann oder bei Corona, ja, und dann der Anstieg. Und hier kann man, wenn man so will, die 1 dann ansetzen. Also ich kann das als erste Bewegung nehmen. Ich kann natürlich auch dieses hoch als erste Bewegung nehmen. Wie gesagt, das sind dann wieder Punkte, ja, die man im System definieren muss. Also ich habe diese Ausgangsbewegungen jetzt definiert nach gewissen Kriterien. Hier ist es beispielsweise schön zu sehen, wenn ich diese Ausgangsbewegung jetzt definiert habe, dann geht der Kurs durch den Widerstand. Das ist jetzt natürlich relativ, naja, so klein ist es gar nicht, weil es ist ein Tageschart. Da sind immerhin sind schon 1000 Punkte von dem Bereich, wo hier die Kerze an dem Tag durchgeht und 3 Tage später die 118 hier erreicht wird und dann bezeichnenderweise exakt abverkauft. Das ist jetzt wiederum also tatsächlich kein Zufall. Also diese rote Kerze, dieser massive Abverkauf an dem einen Tag, hat dann tatsächlich also mit dieser, nach meiner Erfahrung, mit dieser 118% Linie zu tun. Und das sehe ich bei den Retracements ganz gut. Und das sehe ich natürlich auch hier ganz gut bei dem Kreisbogen, bei den Verhältnissen. Und wenn ich beide Fibonacci-Tools übereinander lege, sehe ich das möglicherweise noch besser. Denn wenn ich bei diesen Retracements jetzt beispielsweise auch hier eine 118 habe, muss es keine 118 sein, es kann auch eine 127, 138 sein, sind ja auch Widerstandslinie, sind ein bisschen anders definiert bei mir. Aber dann ist das definitiv, wenn zwei Linien zusammenfallen, naja gut, also hier ein Kreisbogen und eine Linie beim Retracement, eine horizontale, dann ist das natürlich schon eine Sache, wo ich weiß, okay, das ist jetzt aus zweidimensionaler Ansicht doppelter Widerstand. Also da ist die Chance schon groß, dass abverkauft wird, beziehungsweise die Gefahr groß. Also je nachdem, wie man das Ganze nimmt. Also wenn man hier nach seiner Philosophie short gehen mag, dann ist es eine gute Chance. Ist mal long investiert, dann ist es eher eine Gefahr, weil es eben ein doppelter Widerstand ist. Hier noch ganz schön zu sehen, finde ich auch die 161er, also wieder der goldene Schnitt, also über diesem Kreisbogen hier, über der 1, also diese 61, 8% drauf und von hier wieder der Kreisbogen. Bei TradingView gibt es übrigens auch den ganzen Kreis, das finde ich auch sehr schön. Ich nutze meist hier den Halbkreis. Und hier sieht man also, der Widerstand ist da. Und wenn ich jetzt nur den Bogen habe und ich sehe, der Bogen geht raus aus der 61,8, aus der 1,681, also bei mir aus der 161,8, dann bin ich natürlich hier jetzt erstmal orientierungslos. Das mag ich nicht sein, orientierungslos an der Börse. Das heißt, ich brauche ja irgendwo immer einen Plan, so. Ja, ein gewisser Plan einfach, wie es weitergeht. Was kann ich tun? Kann ich auf fallende Kurse gehen? Kann ich auf steigende Kurse gehen? Oder ist es eher am besten gar nichts zu tun? Und auch hier gibt es die Möglichkeit, einfach, wenn ich nur mit Kreisen arbeiten, kann ich einfach mal einen Kreis obendrauf setzen, einen Halbkreis, einen Bogen obendrauf setzen. Das heißt, ich habe jetzt hier meine letzte Begrenzung gehabt, ja, die 1,681. Und lege einfach einen neuen Kreisbogen an, wieder die Null am Ursprung und lege jetzt hier die 100% an. Ich kann die natürlich auch hier oben anlegen, das ist völlig egal, denn der Abstand zum Ursprung ist ja gleich.
Hier sehen wir jetzt, was wir vorab nicht gesehen haben bei der letzten Folie, weil wir nur einen Kreis hatten mit dem 1,681 Level, sehen wir hier, jetzt haben wir einen zweiten Kreis und jetzt haben wir auch wieder, ja, super schön zu sehen, ja, die 1,18, also auch ein Widerstand. Und der Widerstand wird massiv abverkauft. Also hätte ich jetzt beispielsweise eine Strategie, wo ich sage, ich arbeite nur mit Bögen, wenn es aus der 61,8 rausgeht, es geht an die 118, verkaufe ich. Gut, ist jetzt letztendlich für eine valide Handelsstrategie bisschen wenig. Nicht unbedingt reliabel, vielleicht auch nicht objektiv. Aber es ist eine Strategie, die man einfach gerne ausprobieren kann. Wir sehen hier, wurde der Kreisbogen wieder touchiert, nachdem er in den nächsten Kreisbogen reinfällt, also zwischen der 1,18 und 1,27, gibt es dann eine Abwärtsbewegung. Es hätte genauso gut eine Aufwärtsbewegung geben können. Also auch das, ja, gilt es zu definieren. Man kann jetzt meiner Ansicht nach natürlich nicht sagen, oh, der ist jetzt hier in einem Abwärtsstrudel und jetzt geht es hier genau, ja, zwischen diesen beiden Kreisbögen nach unten. Also wenn man so das Bild sieht, könnte man das ja vielleicht vermuten, aber da braucht es dann deutlich mehr dazu. Ja. Vielleicht noch kurz eine Frage vom Teilnehmer. Ja. Ist der Bogen von 0 bis 1,61, den du gerade gezeigt hast, also der ursprüngliche, das Hoch von Corona bis zum Tief? Ich glaube, es war eine Zwischenbewegung, ne, die du da gezeigt hast. Das hier? Genau. Ja, das war ein Zwischenhoch und es wurde angelegt nach meiner M118-Strategie. Ah, okay. Ja. Und vielleicht nochmal hier zurückgehen. Also das Ganze kommt daher, hier kann ich es erklären. Ich habe hier den ersten Hochpunkt, hier war die Ausgangsbewegung und dann wird der Kreis oben drauf gesetzt und letztendlich hat dieser Kurs hier oben jetzt keine Bedeutung. Wichtig ist dieser Kurs hier. Der hat dann eine entsprechende Bedeutung. Das war es jetzt von meiner Seite erstmal zu den Fibonacci-Tools, also zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie ich sie sehe, zu der Kombination. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, also so die Gretchenfrage, naja, was mache ich jetzt? Ja? Was nutze ich jetzt? Nutze ich den Bogen? Nutze ich den Fächer? Nutze ich die Retracements? Nutze ich also eins? Nutze ich zwei von den drei, nutze ich möglicherweise alle drei und vor allen Dingen natürlich auch, okay, wenn ich, egal ob ich eins, zwei oder drei nutze, wie setze ich diese Tools ein? Und das ist die Frage, wo ich denke, die muss ich dann jeder stellen. Der einfachste Ansatz für jetzt jemand, ich hatte ja vorhin diese Umfrage gesehen. Ich finde es auch sehr spannend, Stefan, die Umfrage, die du gemacht hast. Einfach für mich auch jetzt, um zu sehen, wer ist dabei beim Webinar. Und diejenigen, die jetzt noch nicht gehandelt haben, das waren ja auch einige, also für die, wenn sie Interesse haben, etwas Eigenes, ja, vielleicht mal auszutesten, dann finde ich beispielsweise interessant, also für diejenigen Teilnehmer einfach mal ein TradingView ein bisschen versuchen, an Tief die 0 anzulegen, dann erstes Hoch die 100 und dann Kreise, Fächer, Retracements, mal anzulegen, soweit zu denken, das ist korrekt. Also letztendlich kann man gar nicht so viel falsch machen. Also laut Lehrbuch werden auch einfach, wir hatten markantes Tief, markantes Hoch genommen. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich beziehe noch
noch eine Kerzenzählung mit rein, habe noch verschiedene Definitionen, was die Ausgangsbewegung angeht. Also das ist bei mir wichtig. Aber wenn man einfach diese Verhältnisse so mal anlegt, wie beschrieben, wird man auch da feststellen, gerade wenn es doppelte Unterstützung, Widerstände gibt, sogenannte Kreuzunterstützung, Widerstände, wird man sehen, ja, oder der ein oder andere ein Gefühl bekommen, eine Sicherheit bekomme dafür, einfach an der Unterstützung vielleicht mal zu kaufen mit einem etwas engeren Stopp und an Widerstandslinie zu verkaufen. Also das wäre vielleicht so ein Ansatz. Okay, dann möchte ich mal ganz kurz auch jetzt etwas in eigener Sache sagen. Es war lange, lange geplant und überlegt, auch von Fit2Trade etwas zu machen, etwas anzubieten. Es gibt ja traditionell die Möglichkeit, die Handelsstrategie zu erlernen. Wir hatten auch schon, wenn Sie auf unsere Internetseite gehen, www.fit2trade.de, ist noch zu sehen auf der rechten Seite einen Börsenbrief. Da ist auch noch ein Börsenbrief mal abgebildet. Das hatten wir auch gemacht, hatten ja sehr guten Erfolg damit während 18 Monate Laufzeit. Es ist halt so, dass sich die Zeit ja so dermaßen rasend schnell verändert, voranschreitet, und beim Börsenbrief es so ist, dass es für die Menschen, für die Trader meist etwas schwierig ist, sehr rechtzeitig zu reagieren, vor allen Dingen, ja, wenn der dann auf E-Mail kommt. Und seit längerem hatten wir mal mit dem Gedanken gespielt, doch so ein sogenannter Trading-Signalservice anzubieten, wo dann auch ein Signal direkt auf eine App gesendet wird und der Teilnehmer dann oder der Abonnent dann die Möglichkeit hat, sofort beispielsweise bei WHS dann auf die App zu gehen, in sein Konto reinzugehen und exakt diese Order zu setzen. Beispielsweise Pfeil nach oben heißt bei uns immer, das ist ein Trade auf steigende Kurse. Und dann gibt es ein Limit oder ein Market-Kauf. Es wird ein Stopp genannt und ein Ziel genannt. Und exakt diese Order kann man dann direkt in seinem Depot abbilden. Und wenn sollte die Order ins Plus laufen, schauen wir auch, ja, dass wir möglichst schnell den Verlust begrenzen und einen Trailing-Stop nachziehen, möglichst schnell natürlich auch auf Break-Even ziehen, aber auch schauen, ja, dass der Trade entsprechend atmen kann. Ein Trade muss atmen, braucht ein bisschen Luft. Also das Ganze ist der Ansatz, warum Trading und Signalservice Trading-Service heißt. Also wir haben auch eine Gruppe, die nennt sich Infogruppe, und in dieser Infogruppe werden dann zu den entsprechenden Signalen auch, wird auch die ein oder andere Information gegeben. Das finden wir wichtig, die Teilnehmer dann auch zu informieren. Also nicht nur, okay, wir gehen hier in den Markt, setzen hier einen Stopp, hier ist das Ziel. Reicht letztendlich für einen Abonnent. Ich finde es immer schön, ja, wenn der Abonnent auch ein kleines bisschen Hintergrundinformation bekommt, wie beispielsweise aktuell beim Gold. Ja, warum machen wir da die letzte Zeit nichts? Einfach deshalb, weil wir sehen, denken, ja, dass Gold im Moment ja eine Seitwärtsbewegung hinlegt. Wir haben kein Ziel auf der Ober-, auf der Unterseite. Deswegen ist es so. Und so etwas kommt dann in die Infogruppe. Und das nächste ist noch, was wir noch haben, was auch für viele interessant ist, ist ein Aktienmusterdepot. Im Moment gibt es wieder, wie ich finde, sehr gute Einstiegsmöglichkeiten, auch bei Aktienwerten. Also das Ganze, wir brauchen das jetzt natürlich nicht durchzugehen, ist klar, finden Sie auch auf unserer Internetseite. Wenn Sie Fragen dazu haben, gerne über Kontaktformular info@fit2trade.de anfragen, bei Fragen. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn der ein oder andere sagt, ja, hier wär ich gerne dabei. Wie ist da die Performance, also gibt es da eine Performance im Prozent von deinem Signalservice?
Die Performance gibt es jetzt noch nicht, weil das ist ganz, ganz neu. Ach Also so, okay. letzten Monat, im Juni, hat eine Testphase stattgefunden. Die war erfolgreich gewesen, kann ich schon mal sagen. Also da waren die Trader auf alle Fälle im Plus. Und jetzt seit Juli läuft das Ganze offiziell. Also weitere Auswertungen haben wir hier nicht. Natürlich, ja, habe ich die Auswertungen aus ganz, ganz, ganz vielen Jahren Erfahrung mit der Handelsstrategie M118. Und auch der Börsenbrief ist nach dieser Handelsstrategie aufgebaut gewesen und ja, hat sehr gute Ergebnisse gebracht. Wir arbeiten immer mit den für uns sichersten Signalen. Das heißt also, das vielleicht noch, es gibt nicht jeden Tag 5 oder 10 Signale. Das ist eher ein Signal, vielleicht zwei Signale. Kann auch mal 2, 3 Tage kein Signal geben, aber in der Woche kann man schon mit 3, 4 Signalen rechnen. Denn als Vorlage dient eben auch ja, nicht nur der Tageschart, sondern auch der 15-Minuten-Chart und 15-Minuten-Chart dann nur im DAX und Dow Jones. Und im DAX und Dow Jones im 15-Minuten-Chart gibt es in der Woche doch schon die eine oder andere Möglichkeit. Gewinnwahrscheinlichkeit. Hier bin ich immer ja, relativ zurückhaltend, vorsichtig. Man kann also mit ja, 60% Gewinnwahrscheinlichkeit, also von 10 Trades, ist schon angestrebt, dass 6 Trades gut gehen bei passendem Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt also, die Chance ist immer größer als das Risiko. Es gibt noch ein Signal, wo wir an einer bestimmten Linie mit CAV nur von 1:1 in den Markt gehen, aber dann ausdrücklich sagen, also nicht mit der vollen Position. Das heißt, wenn ein Trader beim Trade 200 € riskiert, dann soll der an der entsprechenden ersten Linie nur 100 € einsetzen. Und mit was man das übrigens sehr, sehr gut und schön machen kann, das haben wir auch getestet, das sind die Mini-CFDs bei WH Self Invest, also DAX Mini-CFDs, Dow Jones Mini-CFDs. Denn es gibt ja auch größere Pläne im DAX oder Dow Jones Tageschart beispielsweise. Und jemand mit einem kleinen Depot wäre dann schon über sein Risiko hinaus mit einem CFD. Aber er kann das wunderbar, kann das auch mit kleinem Konto wunderbar handeln, mit beispielsweise 1, 2 oder 3 Mini-CFD. Und der Vorteil ist, wenn wir einen Trade haben und eine erste Position mit dem CAV 1:1 und der Kurs nochmal zurückkommt an eine zweite Kauflinie, da haben wir dann immer ein besseres CAV. Und wenn der Abonnent in dem Fall dann an der zweiten Linie wieder 100 Euro Kapital einsetzt, also die zweiten 100 €, dann kauft er mehr CFD. Das heißt also, er hat eine längere Strecke bis zum Ziel, er hat ein kleineres Risiko bis zum Ausstopp und die zweite Möglichkeit dann ja mit einer größeren Positionsgröße. Also das ist auch dieser Ansatz natürlich, also Chance-Risiko-Verhältnis, Money Management. Sehr clever. Da könnte ich mal kurz hier auch wieder meine Umfrage reinbringen, weil wir gerade von Mini-CFDs gesprochen haben. Also wer vielleicht noch nicht Kunde bei WH Self Invest ist und hier jetzt dabei ist und vielleicht so überlegt, Mensch, ja, das würde ich gerne mal umsetzen. Ich brauche noch einen guten Broker, dann einfach mal hier auf Ja klicken. Sehr schön wäre es auch noch, wenn Sie die Telefonnummer in den Chat eingeben, weil nicht immer haben wir die in der Datenbank. Und dann macht das auch Sinn, einfach mal mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. So, genau. Dann danke ich dir erstmal und dann kannst du wieder weitermachen. Ja, okay, dann komme ich auch schon zum letzten Punkt, aber den manche möglicherweise sehnsüchtig erwarten. Ich hoffe es zumindest. Ja, und zwar sind das die Kursprognosen oder die aktuelle Marktsituation für Dow Jones, DAX, Gold und so weiter nach unserer Handelsstrategie. Ich sage deswegen schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, weil ich jetzt direkt in den Nanotrader rüber schwinge und hoffe, dass das gut funktioniert.
Jawohl, So. da ist er. Da ist er. Jo. Gut. Zu groß, zu klein das Bild? Das muss man nochmal nachfragen. Nee, ist gut. Also man Ja. kann es gut sehen, ja. Okay. Ich bin direkt mal beim Euro, das ja natürlich im Moment aufgrund der ganzen weltpolitischen Situation, politischen, wirtschaftlichen Situation, darauf möchte ich nicht eingehen. Da bin ich auch ehrlicherweise nicht der Experte. Also für mich rein entscheidend meine Handelsstrategie M118. Und ich weiß, wie gesagt, ja, dass immer noch, egal welche weltpolitische und wirtschaftliche Situation vorzufinden ist, die Kurse dennoch von Menschen gemacht werden und interessanterweise auch exakt in diesen Zeiten, dass exakt die Börse alle Produkte auch nach diesen Verhältnissen laufen. Also ansteigen, fallen etc. Ich habe das damals schon in der frühen Entwicklung von der Handelsstrategie gemerkt, ja, 2001 bei dem sehr traurigen Erlebnis. Ich hatte damals ein DAX-Ziel von 3.643, das weiß ich noch ganz genau. Und irgendwann ist es dann auch mal erreicht worden. Mit Sicherheit hat dieses Ereignis etwas natürlich das Ganze beschleunigt, aber der Kurs wäre meiner Meinung nach mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, zumindest die 100% gibt es nie, das wissen wir alle, aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch so gekommen. Beim Euro ist es so, ich mache jetzt mal den Plan ganz kurz, ganz klein. Ich habe hier einen Ansatzpunkt, einen Hoch von 1,25, naja, 5,48, ja, also die ganzen Nachkommastellen. Und interessanterweise, ich hatte es mit dem Stefan Fröhlich gestern noch darüber, als wir den Technikcheck gemacht haben, wo der Euro hier oben war. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie abgesprochen, ist es aber nicht. Und habe gesagt, du Stefan, der Euro, der fällt voraussichtlich ja auf knapp unter Parität, aber ganz kurz. Und dann ist die Chance sehr, sehr groß, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass eine Umkehr kommt. Die Umkehr kann jetzt kurz-, mittel-, langfristig sein. Da gibt es dann auch wieder die Möglichkeit, von diesem Tief mit Fibonacci vorzugehen, also mit diesen Verhältnissen. Natürlich ist es immer gut, wenn man ein paar Kerzen hat, um gewisse Verhältnisse einzubinden. Man kann aber auch eine Kerze mit einem Tief einbinden. Und das können Sie auch gerne schon mal probieren. Das ist auch sehr, 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 sehr interessant. Im Moment weiß ich nur nach Strategie, dass eben die 0,99, naja, 956, also die 0,99, schon eine sehr starke Unterstützung ist. Der Trend natürlich weiterhin abwärts, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese 0,99 das vorläufige Tief jetzt exakt heute im Euro-US-Dollar bildet. Vielleicht die nächsten ein, zwei Tage noch eine kleine Unsicherheit. Auf alle Fälle, wenn diese Unterstützung hält, sehe ich eine sehr, sehr große Chance, dass der Euro wieder gewinnen kann im Vergleich zum Dollar. Das würde jetzt passen, mal zum Crude Oil zu gehen, was direkt daneben ist, weil Öl wird ja immer in Dollar abgerechnet. Und Ja, eben. das ist jetzt spannend, weil wir einen starken Abfall im Ölpreis haben und jetzt vielleicht sogar noch die Korrektur im Dollar. Das wäre eine gute Nachricht für alle, die Inflation mit Sorge beobachten. Ja, im Öl ist es so, wir hatten ja dieses ganz, ganz tiefe Tief, dieses Ja, Tief das war wirklich tief. wo WTI damals, ne, unter Null gegangen Ja, ist, minus Fracking dann. 36 oder so war das Ja, Settlement, glaube ich, ja. da war man ja mit Crude Oil dann also noch gut bedient zu der Zeit. Also wer das hatte. Ja, aber dieser exorbitante Anstieg ist unbeschreiblich. Im Moment ist es tatsächlich so, dass der aktuelle Kurs jetzt seitwärts. Ja, schon längere Zeit seitwärts tendiert.
Ich habe hier oben noch ein Ziel im Öl. Also kurz gesagt, ja, hier hatten wir das Hoch am 8.3., ein Hoch. Und möglicherweise, ja, gibt es jetzt im Öl erstmal eine kleine Korrektur bis in diesen Bereich. Aber laut M118 die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass dieses Hoch nochmal überboten wird. Im Moment, ich bin manchmal auch so ein bisschen, ich finde es faszinierend, wenn ich dann denke von meinem Verstand, also wenn ich die Lage beurteilen soll und mein Gefühl, was die aktuelle Lage angeht, ja, ist es vielleicht ein bisschen schwer nachvollziehbar zu denken, ja, geht noch mal so hoch, aber also wenn ich Öl handle, dann wie gesagt, also rein nach diesen Parametern im Moment natürlich eine Abwärtsbewegung, eine Korrektur, das ist schön, schön zu sehen. Ich lege übrigens auch von diesem Hoch einen Plan nach unten an, bekomme da mögliche Short-Ziele. Aber übergeordnet ist dieses Ziel definitiv aktiv. Und ja, wir können darüber in absehbarer Zeit sprechen. Bin ich Der gespannt. Plan ist auf 136. Video festgehalten. Und Alles klar. natürlich sehr spannend, das dann mal in einigen Wochen aufzugreifen, gerade wenn man hier sind es ja nur Retracements, wenn man hier die Retracements sieht und schaut, wo man sich befindet, wo der Kurs dann, wenn er möglicherweise erstmal noch weiter korrigiert, also wo er dann eine Trendwende hinlegt und ob dieses Ziel dann tatsächlich auch erreicht wird. Ich würde natürlich sagen, ja. Entsprechende Einstiege in die Long-Richtung im Moment nicht, da die Unterstützungen, die hier zu sehen sind, alle verloren gegangen sind und das Öl sich in der Korrektur bewegt. Also hier natürlich jetzt kein Einstieg, das ist auch ganz wichtig. Also selbst wenn ich dieses Ziel habe, heißt es ja nicht einfach mal reinspringen. Ja. Ich habe hier DAX, 15-Minuten-Chart, Tageschart. Ich gehe mal in den Tageschart. Das finde ich ganz spannend. Also nach unserer Strategie die Korrektur im DAX definitiv nicht vorbei. Nicht vorbei. Wir sollten noch tiefere Kurse sehen. Und zwar Kurse bei 11.771. Möglicherweise auch 11.426. Und dieser Bereich könnte dann für eine Bereinigung am Markt sorgen. Das wäre natürlich auch wieder sehr, sehr interessant für Aktienwerte, die wir dann separat mit Plänen auswerten, untersuchen, schauen, wo es offene Ziele gibt. Hier im DAX haben wir nach unserer Strategie, wie gesagt, ein offenes Ziel auf der Unterseite. Im Moment war jetzt erstmal zu sehen, dass dieses letzte Tief von März ja, nochmal getestet worden ist, ein paar Punkte unterboten worden ist und hier die Unterstützung bei 12.462 Stand doch mal erst gehalten hat. Und im Moment sehen wir es so ein bisschen uneinheitlich. Also erstmal nach oben die Möglichkeit an den 21er EMA. Das ist auch immer im Tageschart eine sehr schöne Unterstützung oder Widerstandslinie. Sollte der DAX bis auf knapp 14.000 eine Korrektur nach oben hinlegen, dann wird es für uns sehr, sehr interessant von 14.000 beispielsweise knapp 14.000 auf 11.771 zu handeln oder eben auch, ja, wenn ich an dem 21er EMA erkenne, dass es da nicht weitergeht, auch hier mit einem kleinen Stopp auf dieses Ziel zu handeln. Wichtig ist, also nach unseren empirischen Auswertungen, sollten diese 11.771 Punkte im DAX noch kommen, weshalb ich jetzt auch vorsichtig wäre für diejenigen, die mit einem Aktieneinstieg liebäugeln. Also ich denke, es muss erst noch mal eine Korrektur zu diesem Bereich geben und dann wäre die Möglichkeit für eine Marktbereinigung da und wieder ein längerfristiger Anstieg. Also alles ohne Gewähr, ja, ist klar, nur nach unseren Logisch. Auswertungen. Im Dow Jones
sieht das Ganze so aus. Hier hatten wir von 18.166 eine Aufwärtsbewegung, die hat uns fast geführt bis zu 161,8%. Dann die Wende. Sie sehen alle, von oben haben wir dann einen Abwärtsplan angelegt. Das ist jetzt der rote Plan nach unten. Und hier beispielsweise war es ganz interessant, dass diese 30.386, mittlerweile sind wir von Fit to Trade auch so fortschrittlich mal einen Instagram-Account eingerichtet zu haben. Und wer da nachsehen mag, also diese 30.386, die haben wir, es war so im Mai, haben wir dieses Ziel ausgegeben, nachdem der Dow Jones nochmal nach oben gelaufen ist, also bis auf 33.500 knapp, und dann auch mitgeteilt, also das kann man schön nachlesen, dass die 30.386 noch offen ist und der Dow Jones dahin fallen sollte. Das hat er dann letztendlich glücklicherweise auch gemacht. Nach unten im Dow Jones im Gegensatz zum DAX, das ist auch ganz interessant, kein offenes Ziel. Also, und der Dow Jones sieht jetzt vom letzten Tief an etwas besser aus. Also das ist ein ganz einfacher Plan. Vom letzten Tief das erste Hoch, eine 0 und 100 angelegt und dann hier eine Korrektur bis zur 38,2. Die Frage, die vorher kam, ich hätte jetzt beispielsweise auch den ganzen Plan umgekehrt anlegen können, also die 0 oben, die Frage kam ja, und die 100 hier unten, und dann hätte ich letztendlich, ja, wäre es nicht die 38,2, sondern die 31,8 hier Prozentlinie und auch hier die Unterstützung dann zu sehen. Also bei mir ist das so, dass ich die 0 immer ans Tief anlege oder ans Hoch anlege. Also immer da die 0 und dann entsprechend an ein bestimmtes Hoch oder Tief, dann je nach Long- oder Shortplan, dann die 100. Also das heißt aber, wir haben jetzt ein Ziel offen bei 32.281. Da könnt ihr jetzt noch hinlaufen. Nein, das Ziel ist nicht offen. Also da gibt es bestimmte Kriterien für. ja, klappen. Das wäre zu einfach. Ja. Es sieht manchmal dann doch sehr einfach aus. Ja. Ist es aber, ja gut, die Anwendung ist dann letztendlich schon einfacher. Aber es gibt da ein bestimmtes Kriterium, wann diese 118%, also in dem Fall jetzt die 32.281, wann die sozusagen eröffnet ist. Eröffnet heißt dann bei mir, in dem Moment, der kommt so mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Hier sehen wir jetzt, aber ich möchte deine Frage nochmal aufgreifen, Stefan. Natürlich sehen wir hier bei den Retracements diese Unterstützung sehr gut, was auch immer schön zu sehen ist, so ein tieferes Tief, dass hier nochmal die Stops abgeholt werden, tieferes Tief. Diejenigen, die hier das Stop gesetzt haben, die ärgern sich dann massiv, wenn sie hier ausgestoppt werden, dann geht der Kurs nach oben, springen wir meist hinterher. Absolut. Und hier ist es dann auch so, hier dann nochmal die 61 getestet. Und jetzt ist ja zu sehen, ja, dass die Kerze im Tagesverlauf nach oben tendiert. Mir ist das noch so ein bisschen wachsweich. Letztendlich könnte man schon denken, ja, dass der Kurs jetzt weiter nach oben geht. Also erstmal das letzte Hoch. Hier kommt auch noch der 50er. Das passt sehr gut mit der 100er Linie zusammen als Widerstand. Aber für mich gibt es hier ab diesem Punkt also eine geringere Wahrscheinlichkeit, zu dieser 32.281 zu kommen, als mit einer anderen Konstellation, wo diese 32.281, also diese 118%-Linie dann tatsächlich nach M118 eröffnet ist, sozusagen. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, auch im Anbetracht der Zeit, wir sind ja schon ein bisschen drüber. Vielen Dank für deine Ausführung. Das war richtig toll. Also ja, wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick bekommen über die Fibonacci-Verhältnisse. So, jetzt mache ich hier auch mal wieder die Kamera an. So, damit man mich auch wieder mal sehen kann. Ja, also vielen Dank, lieber Stefan. Das war super interessant. Wenn Sie noch Fragen haben, es kann sein, dass ich jetzt vielleicht die eine oder andere Frage nicht gestellt habe und dass sie eventuell nicht berücksichtigt wurde, dann schreiben Sie einfach an oder nehmen Kontakt auf über die Seite von fittotrade.de. Ne? Da gibt es sicherlich ein Kontaktformular. Ne? Ja.
Genau, dann könnt ihr also euch direkt an den Stefan Arnold wenden und nochmal Fragen stellen, wenn was offen ist. Und die wird dann mit Sicherheit dann auch beantworten. Ansonsten, ja, gibt es wieder einiges an Webinaren und sogar auch Seminare. Es geht ja so langsam wieder los. Ja, so langsam können wir wieder auf Börsentage und auf Messen. Also das ist schon ziemlich schön. Insofern kann man hier immer auf die Webinarübersicht gehen und wer in unserem E-Mail-Verteiler ist, der kriegt das natürlich auch exklusiv per E-Mail mitgeteilt. Das nächste ist jetzt am kommenden Freitag unser Investui-Webinar, unser traditionelles Besseres Investieren mit Markteffekten am Freitag 16:30 bis 17:30. Da werden wir uns anschauen, wie die aktuellen Ergebnisse unserer Vermögensverwaltung ist. Da gibt es ja richtig einen Managed Account zu, was jetzt auch seit 2,5 Jahren läuft und auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Und da werden wir auf die aktuellen Trades eingehen und auf ein bisschen Strategien besprechen und wie das alles funktioniert. Ich habe da die Ehre, am Freitag Sie begrüßen zu dürfen, weil meine Kollegin in München ist. Die machen dann nämlich den Börsentag am kommenden Samstag. Also in München ist Börsentag im Mock, und zwar können Sie da in der Lilienthalallee, ist das, können Sie da von 10 bis 17 Uhr, ich glaube 9.30 Uhr ist Einlass und ab 10 Uhr gehen die Vorträge los, so ist es, und dann geht das Ganze bis 17 Uhr. Können Sie also ein bisschen durchschlendern, gibt es viele Stände, viele Aussteller, also mal so wieder, so wie das früher mal war vor Corona. Ja, und dann gibt es noch bereit für den ersten Trade in Rekordzeit, Ihr Schnelleinstieg in den Nanotrader nur 30 Minuten, das ist dann am Mittwoch 17 bis 17.30 Uhr und so weiter. Also gibt es hier noch eine ganze Menge Webinare, und schauen wir mal auf die Seminarseite. Da gibt es dann hier hingehen. In Düsseldorf, 19. August, das ist im Vorfeld des Börsentages dort. Der findet dann also am 20. August statt. Und da begrüßen wir Sie dann auch live mit Wim Lievens. Gewinnen Sie mit der Volatilität, wie Sie Trend- und Volatilitätsstrategien gekonnt einsetzen. Und dann gibt es auch noch eine Veranstaltung, Präsenz. Das ist immer so schön. Wer vielleicht zufällig in Wien unterwegs ist, 2. September, der kann uns da gerne besuchen, weil das ist auch wieder im Vorfeld des Börsentags Wien. Der ist dann am 3. September im Austria Center. Und wir sind im Arc-Hotel Donauzentrum am Freitagabend im Vorfeld 17:30 bis 20:30. Thea Muratovic und Dimitri Speck, zwei ausgewachsene und ausgesprochen kompetente Gäste haben wir da aus der Finanzbranche, die zum Thema Markteffekte was sagen werden, nämlich das, wonach ja Investui auch investiert. Das haben die auch sehr, sehr schön aufbereitet, haben da auch ein ganz tolles Tool, wie man solche Saisonalitäten auch in Aktien entdeckt. Also das ist wirklich sehr hörenswert, würde ich Ihnen auch empfehlen. Können Sie immer sich kostenlos anmelden. Aber es ist ein Live-Vortrag, es ist eben kein Webinar. Da müssen Sie dann wirklich hin nach Wien und uns sozusagen präsenzmäßig besuchen. Also, das sind mal so die nächsten Veranstaltungen. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie so lange hier ausgeharrt haben. Da doch noch ein paar da. Vielen Dank, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Lieber Stefan, vielen Dank auch an dich. Bleib schön gesund vor allen Dingen, das ist wichtig. Und alles Gute dir und auch gute Trades mit deinem Fibonacci. Ja, gleichfalls, Stefan. Lieben Dank für die Möglichkeit, heute dieses Webinar abzuhalten. Vor allen Dingen auch sehr großer Dank an die Teilnehmer, an die Zuhörer. Natürlich gerade auch die bis zum Ende durchgehalten haben. Wir haben ja ein bisschen überzogen, wie ich sehe, einiges überzogen. Erinnert mich an Gottschalk, Wetten, dass. Ja. Das sind immerhin, wenn ich auf die Uhr sehe, 20 Minuten. Also wenn man es jetzt wieder in Fibonacci-Verhältnisse umwandelt, also die 60 Minuten als 0 und 100 nimmt, dann wäre es mal interessant, also dieses Verhältnis auszurechnen, die 20 Minuten obendrauf. Hast du die 118 wahrscheinlich getroffen? Alles klar. Ist ein bisschen mehr, glaube ich. Aber ich glaube auch. Aber egal. Spannend. Okay, also danke dir. Ja, schönen Abend allerseits. Machen Sie es gut. Tschüssi. Ja, tschüss.